Abgesehen davon, dass irgendwelche Attacken schnell erlernt werden, aber es macht doch überhaupt keinen Sinn. Wer bist du denn? Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Deswegen lässt du mich jetzt da nicht ins Haus rein, oder was? Ich will die auch ausrauben. Okay. Dann gehen wir mal hier in die Häuschen rein. Wer bist du denn? Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, hast du dir bereits Orden verdient. Die Orden sind geheimnisumwoben. Also dann, über welchen der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Felsorden haben wir. Egal. Die Angriffe deiner Pokémon werden ein wenig verstärkt. Außerdem kannst du jederzeit Blitz einsetzen. Also dann, über welchen. Bla bla bla. Nein! Halt die Fresse! Quellorden. Pokémon bis Level 30 folgen deinen Befehlen. Pokémon höherer Level gehorchen dir jedoch nicht. Ferner kannst du den Zerschneider außerhalb von Kämpfen nutzen. Also dann. Okay, Zerschneider brauchen wir unbedingt. Die Initiative deiner Pokémon nimmt zu. Des Weiteren ist es dir möglich, fliegen außerhalb. Okay, das heißt, übernächste Arena kriegen wir fliegen. Bis Level 50 folgende Befehlen. Bla. Zusätzlich kannst du außerhalb von den Kämpfen Stärke einsetzen. Okay, Stärke gibt's ja auch. Verteidigung an der Pokémon wird verbessert. Ferner kannst du außerhalb von Kämpfen Surfer verwenden. Level 70. Da gibt's sonst nichts oder was? Spezialfähigkeiten in der Pokémon werden erhöht. Oh. Jegliche Pokémon gehören. Okay. Besuche mich, wann immer du möchtest. Das ist sehr nett von dir. Okay, hinten konnte man raus, so wie ich das gesehen habe. Ja. Guck mal hier rein. Nein. Schade. Oh Gott, das bin ich das schon. Ich speichere jetzt direkt mal ab. Ich dachte, ich würde da oben festhängen, ey. Da haben sie zwar quasi so eine Tür nach draußen programmiert, aber nicht mehr rein. Okay. Genau, wir waren ja noch gar nicht in den anderen Häusern. Hier unten waren ja noch welche. Beziehungsweise eins war hier unten noch. So. Ah, der Fahrradladen. Ich möchte eine Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Ich habe mich bisher immer gefragt, wofür man einen Gepäckträger braucht, außer für einen Fußball zu transportieren. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Ja, ich glaube, das soll 1 Million Yen kosten oder so. Hallo, also nicht Yen, sondern Poké-Dollar, habe ich ja jetzt gelernt. Willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Ja. Möchtest du es haben? Es tut mir leid, du kannst es nicht leisten. Besuch uns doch mal wieder. Ich meine, man könnte damit irgendwie Werbung fahren oder so. So sind wir wieder. Ja, irgendwann können wir hier Werbung fahren. Ein brandneues Fahrrad. Okay, hier unten ist bestimmt Werkzeug. Ach, kann man gar nicht anwählen. Okay, aber hier kann man bestimmt. Schätz mal, wenn die Polizei da oben weg ist, dann kriegen wir das Fahrrad. Schätze ich mal. Oder wenn wir den Pokémon-Trainer besiegt haben. Misty war das, ne? Können wir da schon rein?
Wir versuchen es einfach mal. Platsch! Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Schwimmer möchte kämpfen. Ein Seeper. Habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gehört. Level 16. Denn es ist Level 15. Aber es ist gut gegen Wasser, glaube ich. Blubber. Patrick, ich hab den Blubber. Donnerschock. Das ist gut. Oh. Normalerweise müsste es jetzt eigentlich tot sein. Nein, es hat noch ein bisschen. Ah, fick dich doch. So. Ein Muschas, das ist so eine Muschel mit so einer Zunge, meine ich, oder? Ja. Oh, ich bin so gut. Ui. Tackle, bitte dich, bitte dich, bitte dich. Oh, bitte. Töte es, töte es. Sehr schön. Okay. Dann ist er recht Level 16. Sehr schön. Das darf nicht wahr sein. Okay, wir gehen wieder raus. Gehen ins Pokémon Center. Lassen da unser Pikachu wieder ein bisschen aufpäppeln. Und gehen an den nächsten Gegner. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen schummeln, dass man dann halt in der Arena selbst noch mal rausgehen kann, wenn man den einen Gegner besiegt hat. Irgendwie. Ich finde das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wurde das eigentlich mal geändert oder geht das immer noch? So, Misty hat wahrscheinlich einen Sternu. Und einen Goldini, schätze ich mal. Goldini, Goldini. Zuerst fordere ich dich heraus. Misty muss warten. Du hast drei, ne? Eins! Goldini, Goldini! Level 19, what the fuck? Okay. Los, Dennis, du bist dran. Und bitte hau direkt daneben, Goldini. Rutenschlag, sehr schön. Oh, bitte lass das Ziel abziehen. Oh, das ist gut, das ist gut. Super Schall. Mach ruhig. Mir egal. Hauptsache nichts, was irgendwie KP abzieht. Rutenschlag. Mach ruhig. Fuck, man. Nice. Oh. Gott, hab ich Glück, ey. Der war recht Level 13. Sehr schön. Okay. Ich weiß ja nicht, was Misty hier für ein Pokémon hat, aber wenn die auch Level 19er hat, dann wird das echt knapp. Hi, du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist der offensive Einsatz von Wasser-Pokémon. Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Ach, fick dich, Misty. Bist du bereit, Süßer? Bin Mädchen. Du lesbisch, oder was? Okay. Sternu. Sternu und Goldini, würde ich sagen. Ja, Sternu war klar. Level 18. Eieieiei. Oh, das wird so knapp. Los! Oh, bitte nicht. Aquaknarre. Oh nein. Hat die ein Enton? Die hat kein Enton, oder? Will nicht, dass sie einen Enton hat. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ah! Gott! Okay. Ich
muss gerade dem Dennis mal einen Trank geben. Mann, warum kannst du zweimal angreifen? Das ist unfair. Starmie, okay, das ist die Weiterentwicklung von Sterno. Das ist lila. Sterno ist braun. Oh, fuck. Ich mach mal nein. Ist es 19 oder ist es 20? Boah, das sieht... Oh, 21! Das sieht so episch aus, ne? Okay, ich verballer nochmal hier einen Trank. Oh, fuck, Alter. Härtner. Okay, gut. Mach ruhig. Blubberstrahl. Oh nein. Dude. Schade. Okay. Alex, würde ich mal sagen. Level 17 ist auf jeden Fall besser. Machen wir einen Doppelkick. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Oh Gott. Oh nein. Das ist nicht so gut. X-Abwehr. Verteidigung hinzu. Okay, das war besser. Hornattacke. Oh, fick dich mit deinem fucking Blubberstrahl, Junge. Oh, es zieht einfach so übelst viel ab, Junge. Aquaknarre. Okay, wir hätten jetzt noch Lars Level 17 und Smetbo Level 17. Ich versuch's mal mit Smetbo. Und zwar mit Konfusion. Hör mit deiner fucking Aquaknarre auf, ey. Mit deinen ganzen komischen Wasserdingern. Warum? Nein, kein Blubberstrahl. Nein, die sterben. Habe ich einen Beleber? Nein, schade. Das ist schön. Viel? Bisschen, ja. Don't. Lars! Los! Du bist meine letzte Hoffnung. Oh, ich glaube, das ist auch nicht gut. Halt, stopp, stopp, stopp! Ist das gut? Nein. Ich muss mir gleich einen Beleber kaufen, ey. Ich krieg die kaputt. Ach, fick dich doch, du dumme Hure. Ja, es ist jetzt eigentlich schon vorbei. Da kann ich nicht viel mit. Ja, ist direkt kaputt. Was? Jetzt ist er aber kaputt. Ja. Oh. Okay, wenn ich mir einen Beleber kaufe, dann ist das gut. Hat es überhaupt was abgezogen? Ich weiß gar nicht, zieht das überhaupt was ab? Oh, wenn ich mir Leber kaufe, dann rock ich die so. Okay.
Ich kann hier leider nicht laden irgendwie. Weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich will die jetzt besiegen. Warte mal. Ich guck erstmal, ob sie überhaupt Beleber gibt. Wo war denn der Shop? Da. Hast du einen Beleber? Nee, schade. Ich mach dann für jetzt hier Schluss. Das nächste Mal habe ich dann die ersten paar Leute noch nicht besiegt, weil ich werde jetzt nicht nur nochmal abspeichern, weil ich habe halt meine ganzen Tränke verballert. Wir gehen dann einfach das nächste Mal noch ein bisschen leveln, beziehungsweise erkunden ja noch ein bisschen die Gegend. Versuchen dann noch ein Pipi zu fangen. Und dann schätze ich mal, wenn wir das gemacht haben, dann kriegen wir dann auch hin, Misty zu besiegen. Aber das lief schon mal ganz gut. Also es war nicht so erbärmlich wie bei Rocco. Ja. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Ich hoffe, beziehungsweise ich schätze, weil ihr habt wieder sehr viele Tipps für mich. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!